Servus. Es ist soweit, der 21. Spieltag. Jungs, zieht die Hosen an. Yeah, und warum der junge Mann einen Hut auf hat, das hat wohl mit unseren Tipps zu tun. Denn den können wir vor uns ziehen. Eigenlob stinkt in dem Fall nicht. 5 Spieltage in Folge. Sieht doch echt gut aus. Insgesamt für die Saison noch ein Minus. Das heißt, wir müssen jetzt den 6. in Folge aufs Parkett zaubern, auf die Spielwiese. Und die beginnt diesen, Freitag bereits. 21.30 Uhr, 20.30 Uhr, Entschuldigung, mit Leipzig gegen Augsburg. Mhm. Und die Leipziger haben ja ein sehr krasses Spiel vor der Brust. Am darauffolgenden Dienstag spielen sie in der Champions League in Ungarn irgendwo gegen Liverpool. Ja klar, und da ist dieses Augsburg-Spiel jetzt natürlich so ein Warmschießen. Aber ich denke eher, da will sich natürlich jetzt keiner verletzen. Denn jeder will natürlich bei diesem Champions League-Kracher im Achtelfinale dabei sein. Und ist dann die Frage, nehmen sie dieses Spiel 100% ernst gegen die Augsburger? Und dafür ist die Quote irgendwie mit 1,3, wie so oft bei Leipzig, ein bisschen zu niedrig. Und ja, also gefällt mir gar nicht die Leipziger Quote. Ich denke auch, das wird kein Selbstläufer. Ja, ist guter Punkt. Ich denke, über diese Idiotie, dass jetzt zwei Mannschaften nach Budapest oder Ungarn reisen, für ein Champions-League-Spiel wegen Corona, weil es sonst nicht funktioniert, reden wir am nächsten Champions-League-Spieltag. Das Video dazu wird am Montag erscheinen. Ich sehe hier auch einen Stil auf Augsburg, der möglich ist. Ob sie jetzt wirklich gewinnen, das wage ich zu bezweifeln. Ob hier aber eine Quote von über 2 bei Augsburg plus 1,5 Value hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Das hat aus meiner Sicht definitiv Value. Die Frage ist, Radek, ob das unsere erste Wette sein wird. Dafür ist Augsburg halt zu schwach, leider Gottes. Also im Bereich des Möglichen gefällt mir die Quote auch ganz gut, aber würde jemand von euch Geld auf Augsburg setzen im Moment, vor allem wenn es gegen Leipzig geht? Ich sicher nicht, auch wenn ich Leipzig nicht traue. Und in einem Tippspiel auf einen knappen Sieg, vielleicht 2-1 für Leipzig, gehen würde. Tore wetten haben wir leider ein Verbot, weil wir letzte Woche ja auch beim Spiel Bayern gegen Hertha beide Treffen gesagt haben, was alles andere als die Wahrheit war. Sorry dafür. Aber immerhin haben wir trotzdem Plus gemacht und in der Summe passt es dann ja. Ich glaube auch, damit uns der Tippgott richtig hernimmt, dürfte das das Spiel gewesen sein mit den wenigsten Toren. Und genau da haben wir wieder reingelangt. Reingelangt haben auch beide Clubs hier bei diesem Spiel, Leverkusen und Mainz, beide mit imposanten Siegen. Leverkusen mit einem 5-2 wieder auf der Erfolgsspur und Mainz ist jetzt dran am Relegationsplatz mit einem hart umkämpften, aber letztendlich verdienten Sieg gegen 10 eiserne Berliner. Das heißt, wenn wir mal die letzten 8 bis 10 Spiele von Leverkusen uns anschauen, hat hier Mainz definitiv die Möglichkeit zu punkten oder mitzuhalten. Auf der anderen Seite war dieser Sieg jetzt von Leverkusen wirklich imposant. Tut mir aber auch bei der Quote sehr, sehr schwer, hier Leverkusen anzuwählen und vor allem auch ein Asian Handicap. Dafür ist Mainz in den letzten 2, 3, 4 Spielen zu gut. Vielleicht sollten wir einfach hier zum nächsten Spieltag gehen, außer du hast da was. Ja, dann gehen wir weiter zum 22. Spieltag. Wir sehen uns dann, das Video ist zu Ende. Nein, wir gehen zum nächsten Spiel, meint er wahrscheinlich. Ja, ist und das ist es. Mein dritter oder vierter Versprecher jetzt in dem Video. Man sieht, ich muss trinken. Und du erzählst uns doch jetzt bestimmt was zu Borussia Dortmund gegen Hoffenheim. Das sind ja zwei nicht ganz so erfolgreiche Mannschaften zurzeit. Ja, und vor allem aus irgendeinem Grund krasse Rivalen, weil die Fans von Borussia Dortmund ja den Mäzen aus Hoffenheim nicht so gerne mögen, gelinde gesagt. Aber das würde jetzt weniger eine Rolle spielen, weil ja keine Zuschauer ins Stadion dürfen. So hat Corona auch was Positives. Und Dortmund mit einer Quote von 1,53 hier Favorit, spielt in der Champions League dann gegen Sevilla, die gerade Barcelona 2-0 abgewatscht haben mit Messi und Co. Aber das ist Zukunftsmusik. Aber trotzdem ist Dortmund natürlich in der Liga nicht so wirklich das, was man unbedingt
im Moment handeln will oder auf die man setzen will. Hoffenheim auf der anderen Seite ebenso wankelmütig, sodass es hier einfach ein sehr, sehr hässlicher Spieltag bisher ist, muss man so sagen. Was willst du da machen? Auf den Dortmund-Sieg setzen? Ja, 1,53 hier. Und auf Hoffenheim zu spekulieren? Not in my house. Gleiche Logik wie bei Leipzig gegen Augsburg. Ich wette, dass, also was heißt wetten? Ich sag Hoffenheim, Asian Handicap Plus, also plus 2 oder plus 1,5. Okay, plus 2 ist nicht interessant, plus 1,5. Ja, braucht man, auf Hoffenheim braucht man auch nicht setzen. Also doofer Spieltag, zumindest für unsere Intuitionen. Naja, kann aber noch besser werden. Und zwar die Stuttgarter, die jetzt ja gerade 2-5 gegen Leverkusen verloren haben, obwohl sie ja bis dato eine der besten Auswärtsmannschaften der Liga waren, sind jetzt wahrscheinlich absolut auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden durch diese Niederlage. Andererseits war es vielleicht halt einfach ein Ausrutscher, wenn du mal hinten ein paar reinkriegst, dann nimmst du es nicht mehr so genau, dann läuft halt alles gegen dich und dann heißt es abhaken und nächste Chance gegen eine Mannschaft wie Hertha, die ja natürlich auch in den letzten Spielen so ihre Probleme hatte, aber gegen Bayern immerhin mit einem Tor nur verloren hat. Das ist eigentlich eine super Leistung für die Berliner, muss man fast sagen. Muss man halt sehen, wie gut die Bayern da waren. Das steht auf einer anderen Karte. Aber die Stuttgarter hier als Favoriten bei einer 2,37 zu bezeichnen, halte ich jetzt auch für gewagt. Zumal ja, wenn wir einen Blick auf die Heimtabelle werfen, die Stuttgarter zu Hause die Punkte großzügig an die Gäste auch verteilt haben. Bisher erst ein Heimsieg, andererseits halt auch viele Unentschieden zu Hause hatten. Ich denke, hier hätte eine Wette auf ein Unentschiedchen schon mal ein bisschen Value. Mhm, definitiv. Wenn du nochmal auf Überblick gehst, mir ist das zum ersten Mal jetzt aufgefallen, möchte ich ganz kurz sagen, verifizierter legaler Livestream steht da. Habe ich auch noch nicht gelesen. Da, egal. Interessante Sache, der Herr Windhorst bei Berlin hat ja gesagt, so ganz Unrecht hatte der Jürgen Klinsmann jetzt also doch nicht mit seiner ganzen Analyse. Berlin ist wirklich ganz unten angekommen, zumindest noch nicht tabellarisch, aber insgesamt von der Außendarstellung. Tatsächlich haben wir Ansätze gesehen gegen Bayern, knappe Niederlage, 0-1, kann man mal mitnehmen. Stuttgart jetzt auch mehrere Wochen nicht in der Negativspirale, aber sie kommen halt mehr da an, wo sie, glaube ich, vor der Saison erwartet worden sind. So maximal Mittelfeld, vielleicht unteres Mittelfeld. Berlin war gegen Frankfurt in Führung und hat dann trotzdem noch gegen saustarke Frankfurter verloren. Ich denke, wir sollten uns hier mal nicht nur ins Unentschieden anschauen, sondern sogar das X2. Denn du hast ja schon öfter mal ganz gern auf die Berliner gesetzt. Da haben sie uns auch oft enttäuscht, aber der Trend von der Leistung ist schon aufschauend und dann vielleicht Berlin plus 0,25 gefällt mir ein bisschen besser, weil Stuttgart schon angeschlagen ist. Also die werden jetzt nicht mehr das Selbstbewusstsein haben, was sie dann doch zu einigen Punkten getragen hat. Ja, aber da ist schon sehr viel Goodwill in dieser Argumentation, denn auf dem Papier stehen einfach unter Dardai nach wie vor 0 Punkte und auch unter den Trainern davor lief es ja bekanntlich nicht unbedingt besser. Also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Hertha jetzt aus dem Nichts heraus die Stuttgarter so auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Tue ich mir schwer, hier auf Berlin zu gehen, sorry, aber das Einzige, was ich sehe, ist halt eine Wette mit geringerem Risiko auf ein Unentschieden. An diesem Spieltag habe ich übrigens mehrere Unentschieden wieder ausgemacht, eins vielleicht auch im folgenden Spiel. Das kannst du dann aber entscheiden bei Bremen gegen Freiburg. Ist ja Bremen mit 2,9 zu Hause recht hoch bewertet. Interessante Quotenverteilung, aber hier würde ich tatsächlich das Unentschieden auch für beide Teams sinnvoll sehen. Bremen hat ja jetzt gegen Bielefeld aussetzen dürfen, beziehungsweise das Spiel wurde verlegt, haben jetzt ein bisschen mehr Pause. Vielleicht hat ihnen das gut getan, vielleicht auch nicht. Aber starke Freiburger können auch
gut in Bremen spielen und ein Unentschieden würde ich doch gleich einloggen. Da brauche ich jetzt nicht großartig rumreden, wenn du schon so die Steilvorlage zum Remis gegeben hast. Aber ohne erwähnt zu haben, dass Freiburg gegen Dortmund gewonnen hat mit 2:1, das ist natürlich, da müsste man nochmal auch den Hut ziehen vor Christian Streich und seiner Mannschaft. Echt super genial, was die jetzt auch in dieser Saison bisher gezeigt haben. Platz 8, Hammer. Trotzdem sehe ich nicht so den großen Unterschied zu Bremen, ehrlich gesagt. Also von den Leistungen und der Form muss man eigentlich schon sagen, denn Freiburg hat einen krassen Lauf. Aber ist das die Wahrheit? Sind die wirklich so dominant oder ist da auch oft viel Wille und dann auch Glück dabei gegen Mannschaften, die halt auch gerade einen Durchhänger haben wie Dortmund? Und deswegen traue ich Bremen durchaus einen Punkt zu und wir locken sein mit einem Unentschieden. 3,4er-Quote, okay. Ja, Drittel Einheit oder 0,3 Einheiten, wie wir das immer so machen. Geringes Risiko. Und jetzt haben wir den FC Schalke 04 dabei, die in der Tabelle immer noch im Keller sind. Union Berlin hat jetzt auch mal ein paar Punkte liegen lassen, ist jetzt auch mehr in Richtung Mittelfeld abgedriftet. Glaube ich auch keine allzu große Überraschung. Auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, Radek. Also die 1,8er-Quote auf die Eisernen, die taugt mir nicht. Die ist mir definitiv zu niedrig. Unentschieden finde ich nicht unsexy. Schalke muss mal punkten, aber die haben jetzt auch in den letzten Wochen nicht wirklich eine Formkurve wie beispielsweise andere Teams nach oben. Mehr als ein Unentschieden wäre schon eine Sensation. Ja, aber Union hat jetzt seit 4 Spielen in Folge nicht mehr gewonnen. Wird es mal wieder Zeit, da kommen die Schalker gerade recht. Aber ja, wie du auch sagst, so 100 pro abwatschen haben sich die Schalker jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal lassen. Also da warte ich ja immer noch drauf, dass die mal einfach eine Sensation raushauen. Und das wäre ja fast eine Sensation, wenn die mal wieder ein Spiel gewinnen würden gegen eine halbwegs gute Mannschaft. Und in dem Fall Union Berlin, aber ja, ist eher ein Unentschieden-Tipp wieder, weil ich mir selbst unentschieden bin, wen ich da jetzt wirklich supporten sollte. Sehe ich auch richtig, wir haben hier zum x-ten Mal in dieser Saison Schalke im Topspiel. Das ist ja auch, schlecht auch eine geplant. Sensation. Mhm. Eigentlich eine Veräppelung des Zuschauers, aber gut. Ja, vielleicht seht ihr Schalke, den Traditionsclub, das letzte Mal in der ersten Liga für die nächsten Jahre. Vielleicht denken die da einfach mit. Ja. Köln hingegen hatte ja sogar, während sie in der zweiten Liga waren, glaube ich, mehr Zuschauer vor den Fernseher gelockt und auch ins Stadion als so mancher andere Bundesligist. Also die haben sie ja, sind ja dann auch wieder hochgekommen. Also sind jetzt hier wieder da und muss man auch mal sagen, da denkst du, der Gisto liegt am Boden und dann trete ich auch noch schön rein und dann steht der wieder auf, als wäre nichts gewesen und gewinnt gegen Mönchengladbach. Also da soll einer mir mal die Kölner erklären. Ja, die machen gar keinen Sinn. Deshalb musst du jetzt eigentlich darauf gehen, Frankfurt -2 oder -1,5. Denn die haben einen richtigen Lauf. Also das ist ja wohl das heißeste Team der Bundesliga und die haben jetzt auf einmal Chancen auf Champions League, zumindest wenn jetzt die Saison vorbei wäre. Würde mich irgendwie unglaublich freuen. Man hat noch so im Hinterkopf, nicht im Hinterkopf, ist ja erst vor kurzem passiert, wie Frankfurt durch die Euroleague mit seinen Fans gerockt ist. Und wenn nächste Saison vielleicht auch wieder genügend Zuschauer ins Stadion dürfen, wäre so eine Eintracht in der Champions League schon richtig, richtig geil. Aber mit Köln kommt ein sehr, sehr gefährlicher Gegner, der, glaube ich, nicht nochmal gewinnen wird. Ich glaube, die Frankfurter sind gewarnt und die wollen ihren Höhenflug bis zum Ende auskosten. Erst 2 Niederlagen. Aber die Quote, Radek, die Quote. Das ist das Problem. Und die Frankfurter haben ja 2021 als einzige Bundesligamannschaft noch kein Spiel verloren und 19 Punkte geholt in den bisherigen Spielen 2021. Sauber Frankfurt, geil gemacht. Aber irgendwann wird es auch passieren, dass sie natürlich wieder ein Spiel verlieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ha, so wie die drauf sind, natürlich nicht gegen Köln. Aber anscheinend ist ja Köln auch irgendwo
so in der Lage, jeden zu ärgern. Die haben ja auch gegen Dortmund nicht vor allzu langer Zeit gewonnen und gegen Gladbach. Die sind halt irgendwie der Favoritenschreck und gegen solche Top-Teams haben sie anscheinend immer einen guten Plan. Und der vielleicht heißt einfach sich hinten reinstellen und aufs Beste hoffen und dann haben sie halt den Dom in Kölle und der bringt ihnen Glück oder so. Schwer zu sagen, also klar, Frankfurt, hast ja alles gesagt, die Quote allein hindert mich daran. Ich weiß nicht, ob ich bei 1,8 oder 1,9 auf Frankfurt gehen würde, wahrscheinlich, ja. So sehe ich hier wahnsinniges Value bei dieser 4,8 Unentschieden. Cool. Sagte er und es wird nicht eingeloggt. Schade, aber gut, das wäre halt eines meiner unentschieden Favoriten. Wolfsburg gegen Gladbach. Up and down, Wolfsburg, ja, top. Platz 3 für die Wölfe, das hat man auch wahrscheinlich zuletzt unter Felix Magath gesehen, also ohne jetzt hier die komplette Statistik im Kopf zu haben, aber auch neben Frankfurt natürlich die Top-Überraschung da oben und jetzt gegen Gladbach, das eigentlich vielleicht sich selber da oben hin wünschen würde, aber irgendwie dann doch sowas wie gegen Köln zeigt und auch in der Champions League natürlich jetzt dann nochmal ran muss. Und kann Wolfsburg da den Lauf fortsetzen? Klassisches Unentschieden-Spiel. Beide Teams sind echt gut, auch spielerisch. Ich glaube, vielleicht hat auch die Champions League natürlich bei Gladbach so im Hinterkopf ein bisschen ja, Platz. Auf der anderen Seite müssen sie was gut machen, die Niederlage gegen Köln. Und da wäre ein Sieg gegen eine Mannschaft, bei der letztendlich am Ende der Kampf um die internationalen Plätze bevorsteht, natürlich gerade recht. Aber die Wölfe haben nicht nur erst 2 Niederlagen in der Saison, sondern sie haben auch bei den Niederlagen richtig überzeugen können und waren ja, vor dem Unentschieden beim großen FC Bayern gegen Dortmund die Niederlage, die war auch knapper als das Ergebnis zeigen lässt. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg verliert und ich glaube nicht, dass Gladbach gewinnt. Das heißt, es muss ja eigentlich unentschieden ausgehen. Mhm. Ja, dann sind wir uns ja mal einig mit dem Unentschieden hier in dieser Partie. Kann man nicht viel falsch machen mit einem Unentschieden, wenn man eine Dritteleinheit drauf setzt. Wahrscheinlichkeit hier, hier, hier. Wer weiß das schon? Und am Ende gewinnt Wolfsburg wieder wegen einem Tor von Wout Weghorst mit 1:0. Ja. Und ich nenne mich wieder Nostradamus. Das ist schön. Nichtsdestotrotz bleibt hier irgendwie so ein fader Beigeschmack bei dem Spieltag, weil da nicht haben wir noch so richtig was rausspringt. Ne? Wir haben jetzt nur 2 Unentschieden wetten. Bisher, aber vielleicht ist ja noch bei Bayern gegen Arminia Bielefeld was dabei. Die Bayern kommen als frisch gebackener Clubweltmeister. Hoffe ich, dass das stimmt, weil zum Zeitpunkt dieses Videos war das Spiel noch nicht. Aber hallo, die Bayern, wer soll die Bayern schlagen? So eine Mannschaft irgendwo von aus der Antarktis oder woher die auch kommen. Aber ist egal. Gegen Bielefeld sind die Bayern natürlich ähnlich krasser Favorit mit einer Quote von 1,15. Und da könnte man natürlich sagen, die sind nach diesen Reisestrapazen, die armen Bayern haben ja schon beim Hinflug so lange warten müssen. Und vielleicht, wenn sie jetzt wieder zurückfliegen, Zeitverschiebung und Spiel in den Knochen, dass dann die Bayern halt mal müde sind. Es tut mir jetzt fast leid, dass ich das jetzt so ins Lächerliche ziehe, weil gerade so Leute wie Dortmund, ja, die haben auch genau solche Strapazen, aber die liefern halt nicht. Aber die Bayern, die sind halt Maschinen, die liefern eigentlich immer. Und das ist die Frage, liefern sie auch gegen Bielefeld? Der Müller-Thomas ist jetzt mit Corona nach Hause geflogen oder so, ne? Im Privatjet. Na, Boateng ist heimgeflogen, weil seine Ex-Freundin gestorben ist. Ja. Aber vielleicht Müller auch, weiß ich, habe ich gar nicht gelesen. Okay, mach doch mal bitte Tore. Ich sag dir jetzt gleich dazu was. Ich will jetzt mal ganz kurz das sehen. Am Ende dieses verrückten Spieltags und mit den Gründen, die du alle genannt hast, da würde es doch wirklich ultramäßig Sinn machen, dass hier in diesem Spiel unter 5 Tore fallen, vielleicht sogar unter 4,5 und vielleicht sogar unter 4. Es geht zwar gegen Bielefeld, aber die sind in der Verteidigung sicherlich nicht so verkehrt
Und warum sollte dieses Spiel anders ausgehen wie 2-0 FC Bayern? Naja. Ist halt die Frage, gell, wenn man es vorher wüsste. Bin ich jetzt nicht so der Fan. Wir sollten uns auch vor Über- und Untertorwetten entfernen. Andererseits, unter kann man schon mal probieren. Unter 4, sagst du. Ja, wir müssen ja vorsichtig uns rantasten. Ja, dann machen wir unter 4 Tore. Was soll da schon schief gehen? Also dann 1,76 auf die unter 4 Tore bei Bayern und ein paar Unentschieden. So sieht's aus. Und die Unentschieden, Radek, sind bitte die Übersicht nochmal. Das ist einerseits Bremen gegen Freiburg. Da haben wir uns beide drauf geeinigt. Und das andere Unentschieden war Berlin-Stuttgart, oder? Nee, Wolfsburg-Gladbach. Wolfsburg-Gladbach, genau. Berlin-Stuttgart haben wir nicht so richtig zueinander gefunden. Komischer Spieltag. Wir sind mal auf eure Tipps gespannt. Vielleicht ist da ein bisschen mehr. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, nach diesem Spieltag finden wir zum 22. nicht nur den einen oder anderen Shot, sondern auch die ein oder andere Wette. Und wir sehen uns am Montag wieder zur Champions League. Bis dann. Servus.